Einen wunderschönen guten Tag, meine lieben Freunde, und ja, herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Informationsvideo hier zum Landwirtschaft Simulator 2022. Ein weiteres Q&A zusammen mit Giants Chris, meiner Wenigkeit, und natürlich euch, der großen Community. Meine lieben Freunde, ich freue mich echt, dass ihr wieder da seid. Es geht weiter mit den Q&As. Natürlich ist der Release des LS22 immer näher gerückt. 22. November 2021, dürfen wir uns drüber freuen. Und jetzt dürft ihr euch erstmal drüber freuen, dass es wieder neue Fragen mit neuen Antworten vom lieben Chris gibt. Und im Hintergrund läuft nochmal kurz der CGI-Trailer, den ich ja so übelst feier, Leute. Richtig toller Trailer, richtig tolles Spiel. Ich möchte es kurz nochmal ansprechen. Natürlich, wenn euch das Video gefällt, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Damit würdet ihr mich sehr unterstützen. Mal gucken, ob wir wieder die 20.000 Aufrufe knacken, so wie im letzten Q&A. Das ging ja durch die Decke. Das ist ja Wahnsinn, Leute. Vielen, vielen Dank dafür. Und in der Videobeschreibung findet ihr wie immer eine Verlinkung zu allen LS22 News, Videos und Informationen, die ich für euch habe. Sowie natürlich auch wieder die zwei Unterstützerlinks. Einmal digital, einmal als CD. Als Cover, also mit dem Coverbook. Und natürlich würde ich mich darüber freuen, Leute, wenn ihr diesen Unterstützer-Link nutzt. Creator-Code könnt ihr aber einfach auch so eintragen beim Giants E-Store. Pijoko zusammengeschrieben und groß, ohne Bindestrich. Und ja, Road to Silver-Status, sage ich nur, Leute. Es sieht sehr gut aus. Ich bedanke mich recht herzlich an all die, die es schon gemacht haben. Und ja, ich persönlich würde die digitale Version nehmen, weil da kann man sicher sein, pünktlich zum Release werdet ihr das Spiel spielen können. Ihr bekommt von Giants eine E-Mail, dort ist ein Download-Link mit einem Key drin. Das heißt, ihr klickt auf den Download-Link, gebt euren persönlichen Key ein und schon habt ihr den LS22 als Download für euch zur Verfügung gestellt und könnt ihn euch dann so herunterladen, wie ihr es gerne machen möchtet. Und ja, vielen, vielen Dank dafür. Ich würde sagen, wir gehen tatsächlich mal rein in das Q&A. Ich lasse im Hintergrund natürlich wieder sehr, sehr gerne ein weiteres Let's Play laufen, was wir damals aufgenommen haben. Und zwar ist das von dem Straw Harvest Add-on. Damals auf der Geiselsberg gab es ja den Release vom Straw Harvest. Das haben wir ganz schön gefeiert. Also ich habe es übelst gefeiert, Leute. Es hat so viel Spaß gemacht damit. Könnt ihr euch in Ruhe reinziehen und ich habe wieder ein paar Fragen für euch. Und freue mich natürlich, euch die Visa präsentieren zu dürfen. Ich würde sagen, wir starten mal rein mit der ersten Frage. Und zwar hat dich Chris gefragt, aus der Community raus. Also das ist eine Community-Frage. Ich mache das ja immer so, mal Community-Fragen, mal selber von mir. Aber hier hat die Community gefragt, ob es technisch bereits möglich wäre, wieder Meet-Server auf den Konsolen zur Verfügung zu stellen. Das gab es, glaube ich, noch nie. Ich habe das letzte Mal irgendeine Nachricht bekommen. Ich weiß nicht mehr, von wem. Da hat er aber schon geschrieben. Es war wohl früher mal verfügbar, aber ich weiß nicht, wann und wie. Also ich habe es nicht mitbekommen. Meet-Server sind zum Beispiel, also sind diese DD-Server, die über separate Anbieter laufen und einfach eine bessere Performance unter anderem bieten. Das heißt, das Ganze läuft da ein bisschen stabiler. Ihr habt die Möglichkeit, mit 16 Leuten zu spielen, ohne dass es irgendwie laggt oder so, wenn ihr natürlich auch eine gute Internetleistung habt. Das sind diese DD-Server, Dedicated-Server, die gibt es bei Nitrado und mein Serverhaus und so weiter und so fort. Da gibt es wirklich einige und ich hatte jetzt mal den Chris gefragt, ob es denn technisch möglich wäre, solche Meet-Server auch uns auf den Konsolen zur Verfügung zu stellen. Dass man dann quasi auf der Konsole aber vielleicht mit ein paar mehr Leuten auch spielen kann. Und Chris sagt dazu, nein, FS19 hat diese Möglichkeit nicht. Zu Multiplayer vom FS22 werden wir in Zukunft noch mehr Infos liefern. Denn dort ist momentan auch so ein bisschen Unruhe eingekehrt, sage ich mal. Denn wenn ihr euch den LS22 für die Konsole vorbestellt, steht auf der in der Beschreibung drin Multiplayer mit bis zu 6 Spielern. Ich weiß aber mal, dass wir davon gesprochen haben und das wohl auch mal veröffentlicht wurde, dass die Konsole durch die Performance-Verbesserung mit 8 Spielern im Multiplayer spielen kann. Jetzt steht allerdings da wieder, es sind nur 6 Spieler im Multiplayer. Also das sorgt jetzt gerade auch ein bisschen für Unruhe und man ist ein bisschen verwirrt und fragt sich jetzt so, ja, was davon stimmt denn jetzt? Ich weiß es selber noch nicht. Bei mir heißt es einfach nur abwarten und also wirklich darauf warten, bis Giants mehr zum Multiplayer vom LS22 bekannt geben wird. Aber vielleicht kommt da ja auch sowas wie Crossplay. Das steht ja auch momentan in den Raum. Auch da gibt es schon erste Infos und erste Anspielungen zu. Microsoft ist wohl mit PC und Xbox dran, dass die zusammenspielen können. Vielleicht Xbox mit PlayStation, also Sony und Microsoft. Da gibt es ja wohl ein paar Streitereien hin und her.
Ich hoffe es aber sehr. Also ich persönlich muss wirklich sagen, ich hoffe es sehr, dass es vielleicht möglich ist, dass wir alle zusammenspielen können. Also wirklich PC mit Konsole muss man ein bisschen auf die Mods achten. Aber ich denke mal, irgendwie ist es schon möglich, ne? Frage Nummer 2. Werdet ihr die Shop-Angebote aus dem 17er zurückbringen? Es war ein Traum. LS17 gab es damals Shop-Angebote. Das bedeutet, auch beim LS15 sogar schon, meine ich. Ihr wart am Spielen und irgendwann kam eine Nachricht oder ihr seid in den Shop gegangen, da gab es da Shop-Angebote, also eine Kategorie Angebote. Und da war dann zum Beispiel mal so ein New Holland-Drescher 10% günstiger, weil es einfach ein Angebot ist. Das hat man leider dann im LS19 rausgenommen und das hat viele echt traurig gemacht. Auch mich persönlich. Ich fand, diese Shop-Angebote waren ein Reiz dazu. Ach verdammt, mir fehlen jetzt noch 10.000. Ach komm, ich fahre noch schnell die Schafswolle verkaufen, dann kriege ich meine 10.000 und kann mir nun den New Holland 10% günstiger kaufen. Das haben wirklich viele, viele gefeiert. Und im 19er war das leider nicht mehr der Fall. Jetzt ist wirklich die Frage, bringt man es im LS22 nun endlich zurück? Chris sagt dazu aber leider, dazu haben wir im Moment keine Pläne angekündigt. Also es sieht nicht danach aus, dass der LS22 die Shop-Angebote zurückbekommen wird. Es tut mir echt weh. Es tut mir leid, dass ich euch das so mitteilen muss. Was soll man jetzt machen? Ich würde echt gerne was anderes sagen, es sieht aber momentan nicht danach aus. Schade drum, aber ich denke mal, wir machen trotzdem das Beste draus. Ja, dann müssen wir halt die 10% mehr erwirtschaften und keine Ahnung. Wir haben ja jetzt Produktion, dann bringen wir halt ein bisschen mehr Brot zum Supermarkt, dann werden wir das Geld schon zusammenbekommen, um uns einen New Holland-Drescher zu kaufen oder so. Ist schade drum, aber wir machen das Beste draus. Ich würde sagen, Frage Nummer 3 steht in den Raum. Werdet ihr die Funktion der Spanngurte überarbeiten, dass man endlich Geräte mit einem Tieflader fahren kann? Es gibt im Mod Hub einen Mod, wo tatsächlich der Modder das so gemacht hat, dass die Spanngurte registrieren, dass ein Gerät auf dem Tieflader. Er spannt es fest. Er spannt es zwar nicht drüber, aber er spannt es zumindest schon mal durch und dann sieht man, dass es festgespannt ist. Das gibt es aber bisher nur in einem Mod und nichts in-game. Giants hatte damals zum LS19 aber eigentlich angekündigt, sie wollten die Tieflader mit den Spanngurten überarbeiten, dass wir die Möglichkeit bekommen, auch auf dem Tieflader ohne Probleme einen Traktor, ein Anbaugerät oder eine Palettengabel oder sonstiges zu transportieren. Das hat aber nie so richtig geklappt. Und jetzt fragt man sich ja, klar, wäre doch jetzt schön, im LS22 eine Überarbeitung der Spanngurte zu bekommen und somit auf dem Tieflader wunderbar mal einen Traktor zu transportieren. Chris sagt dazu, wir haben keine große Überarbeitung der Spanngurte angekündigt, sind aber natürlich immer an Feedback zum Thema interessiert. Gerne Kommentare ins Forum stellen, damit wir das dort sehen können. Also Leute, nutzt das Forum von Giants, macht die Kategorie mit den Spanngurten oder könnt ihr da wirklich mal reinschreiben, hey, hört mal, ich fahre gerade mit dem Tieflader, hier Fliegeltieflader, möchte einen Traktor transportieren, der fliegt mir in jeder Kurve runter oder er rutscht runter im Laufe der Fahrt, weil einfach die Spanngurte das nicht packen. Ich denke mal, wenn da groß genug die Community hinterher ist, dass da eine Überarbeitung erfolgt, wird sich Giants auch da irgendwie hinterhängen, weil es gibt ja auch die Möglichkeit, im LS22 einfach Updates rauszubringen. Na, es ist ja nicht so, dass man nichts verändern kann. Man kann Updates bringen und dann werden da vielleicht die Spanngurte einmal überarbeitet. Es wäre natürlich, muss ich sagen, persönlich eine sehr coole Sache, weil gerade ich fahre auch verdammt gerne mit dem Tieflader. Wirklich, mache ich sehr, sehr gerne. Ich bin mal gespannt, ob es kommen wird. Frage Nummer 4. Wie definiert Giants die KI-Verbesserung? Rechts vor links, Abstand halten. Wir wissen es, Leute, ne? Der KI-Verkehr ist eine Katastrophe. Dass die Autos aus Beton sind, ist wegen der USK 0. Das ist vollkommen normal. Damit das Spiel familienfreundlich bleiben kann, muss man es so machen. Aber, ne, Kreisverkehr, die fahren einfach rein. Dann rechts vor links wird nicht beachtet. Die fahren 30 in der 70er-Zone. Beim Abbiegen holen die so weit aus, dass der Gegenverkehr stehen bleiben muss. Oder wenn man sich an einem ungünstigen Zeitpunkt begegnet, irgendwie stehen bleibt und nichts mehr geht, dann muss man Verkehr an und wieder ausmachen, aus und wieder an. Und wenn er dann einmal aus und wieder angemacht wurde, dann deckt es komplett rum, dann geht der Verkehr gar nicht mehr. Ist ein großes Problem. Giants selber, Chris sagt dazu, mehr Infos zur Key kommen in Zukunft. Stay tuned. Also bleibt aktiv, bleibt mit dabei und habt Geduld. Es wurde von Giants angekündigt, dass der Helfer verbessert wird. Die KI bekommt eine Verbesserung. Es gibt einfach noch keine genauen Details, ob es jetzt nur um die Feldarbeit geht oder ob es auch dabei sein wird, der KI, der auf der Straße fährt oder der Helfer, den ihr selber programmiert, beziehungsweise den ihr selber sagt, hier, erntet das Feld ab, kann der endlich ein Hindernis umfahren und so. Das sind alles so Sachen, die wirklich noch im Raum stehen und hofft, wirklich hofft, dass es so bleibt.
Also, dass es so bleibt, wie Giants ankündigt, dass der KI-Verkehr vielleicht wirklich mal ein Hindernis umfahren kann und man nicht immer die Meldung bekommt, wird durch ein Hindernis blockiert. Was man auf jeden Fall schon ja gemacht hat, ich denke, das habt ihr damals mitbekommen, LS19, der KI-Verkehr auf den Straßen bleibt stehen, wenn ihr auf dem Feld einen Helfer fahren lasst. Also wenn der KI-Verkehr auf der Straße bemerkt, ah, hier zum Beispiel Felsbrunnen, der Helfer möchte jetzt drehen, dann bleibt der KI-Verkehr auf der Straße stehen. Das ist auf jeden Fall schon mal mit eingebaut worden. Mal gucken, wie sie es jetzt in Zukunft weitermachen werden. Ich freue mich auf jeden Fall drauf, wenn es da noch ein paar Verbesserungen gibt. Ich habe noch eine weitere Frage, dazu kann ich euch aber schon sagen, die ist jetzt leider hinfällig, die hat sich jetzt natürlich überschnitten, dadurch, dass das Q&A nach der Veröffentlichung der neuen Blogs kam, und zwar Frage Nummer 5, bleibt das Spiel OSK 0? Ich habe erst FSK geschrieben und Chris mir erklärt, FSK ist für Filme, OSK ist für Games, und Chris sagt natürlich ganz klar, ja, wir wollen weiterhin ein familienfreundliches Spiel sein, das von allen Altersgruppen genossen werden kann. Also, das Spiel bleibt USK 0, das heißt, jeder dürfte es spielen, jeder dürfte es sich kaufen. Und das bedeutet halt auch in dem Endeffekt schon, ihr könnt nach wie vor keine Personen umfahren oder überfahren, ihr könnt nach wie vor durch sie fahren. Der KI-Verkehr bleibt wahrscheinlich aus Beton, zumindest sehr stabil unterwegs. Ihr könnt den KI-Verkehr bestimmt nicht davon schieben. Ihr könnt kein Alkohol produzieren. Das ist ja so bei den Weintrauben eine Frage gewesen. Bei den Weintrauben ist aber wirklich nur Traubensaft. Und dadurch kam auch der Block zustande. Da stand nämlich schon drin, es bleibt familienfreundlich. Somit USK 0. Zero, meine lieben Freunde. Keine Verbesserung. Nein, was heißt keine Verbesserung? Keine Weiterentwicklung. Aber ich find's gut, weil mein Problem wäre gewesen, muss ich ganz ehrlich sagen, wenn das Spiel jetzt ab sagen wir mal ganz krass ab 16 gewesen wäre, dann hätte ich mein Video ab 16 kennzeichnen müssen, also nicht kinderfreundlich. Das heißt, meine treuen Zuschauer hier, die auch, sag ich mal ganz offen ehrlich, zwischen 10 und 15, 16 Jahre alt sind, wo ich nichts gegen habe, die dürfen nicht mehr zuschauen, weil das Spiel ja ab 16 ist. Jetzt ganz krass gesagt. Ab 12 wäre dann alles unter 12. Ich finde es gut, dass es USK 0 ist und ich freue mich darüber, dass ich es euch nach wie vor präsentieren darf. Natürlich startet bald der LS22 auf meinem Kanal. Also ihr könnt eigentlich ein gutes, kostenloses Abo dalassen, euch das Glöckchen aktivieren, um nichts mehr zu verpassen. Es werden jetzt im Laufe der Tage noch weitere Q&As kommen, weitere Infovideos, weitere Veröffentlichungen von Giants über einen Blog, über Screenshots, Factsheets gehen auch bald los, die werden kommen. Und dann irgendwann die ersten Livestreams und natürlich auch Multiplayer, sobald der Release ist. Meine lieben Freunde, ich freue mich da mega drauf und bedanke mich bei euch nochmal recht herzlich für euren Support. Ihr habt jetzt in der Videobeschreibung, wie gesagt, den Unterstützer-Link. Wenn ihr jetzt noch weitere tolle Infos habt und euch den LS22 jetzt vorbestellen wollt, dann nutzt gerne den Creator-Code von mir, meinen persönlichen Link. Und ja, ich bedanke mich recht herzlich dafür. Ich hoffe, euch hat das Q&A heute mal wieder gefallen. Und jetzt seid ihr gefragt, Freunde. Nutzt die Kommentarfunktion, schreibt eure Frage in die Kommentare. Dürft ihr jederzeit gerne machen. Schaut euch einfach mal die anderen Q&As an. Ist wieder oben rechts als Ausrufezeichen verlinkt. Und dann sehen wir uns auf jeden Fall hoffentlich alle im nächsten Q&A wieder. Oder zu den weiteren Videos. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal, Freunde. Ich bin raus für heute. Wünsche euch alles Gute. Macht's gut. Tüdelü. Und tschüss.